Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf dem Plakos YouTube-Kanal. Mein Name ist Tom und heute dreht sich alles um den Sporttest. Diesen findet ihr natürlich auch kostenlos unter sporttest.plakos.de. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, direkt die erste Zeile. Und für mich ein sehr, sehr spannender Test, denn ich habe selbst schon mal so einen Sporttest mitgemacht bei einer Bewerbung in der Landespolizei zum gehobeneren Dienst. Da sollte man auch einen Sporttest mitmachen. Hat alles ganz gut geklappt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Plakos jetzt hier aufzieht mit dem Test, denn den habe ich mir persönlich ja nicht angeschaut. Ich möchte euch immer so meine ersten Eindrücke zeigen. Und ja, hier geht es erstmal los zu dem Thema Sporttest, wo es darum geht, wie das alles unterteilt ist. Man kann mehrere Sporttests machen, von der Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, vom Zoll. Hier habt ihr dann die ganzen Untergliederungen, wie der eigentliche Sporttest aufgestellt ist, beziehungsweise was meistens so die Rahmenbedingungen sind. Sprich, wenn man sich an solche Sachen hält, kann man sich eigentlich zum Großen und Ganzen natürlich in sämtlichen, also auf Bundesebene definitiv bewerben, aber auch auf Landesebene kann man sich auch bewerben, denn die Sporttests variieren nur minimal. Das muss man wirklich sagen. Manche legen da den Fokus mehr darauf, manche legen da den Fokus mehr darauf. Dennoch werden alle Sachen wie zum Beispiel Ausdauer, Kondition und so weiter beleuchtet und berücksichtigt. Bedeutet, wenn man sich einmal auf einen Test intensiv vorbereitet hat, ist es dann wahrscheinlich mit einer anderen Aufgabe nur eine minimal andere Bewegung, die man ausführt, aber dennoch dürfte das kein Problem sein, sollte man sich auf solche Tests vorbereitet haben. So, dann gibt es natürlich noch den Sporttest für die Bundeswehr, auch sehr, sehr interessant, für die Feuerwehr und beim Zoll. Alles ist beleuchtet, wie das ausschaut, und ja, wir gucken heute uns einfach mal den Wissenstest an, denn es gibt zu dem Sporttest an sich auch noch einen Wissenstest, den habe ich auch schon mitmachen können. Da bin ich leider, muss ich ganz ehrlich sagen, durchgefallen, aus dem ganz einfachen Grund, weil bei der Landespolizei war es einfach so, dass Fragen dran kamen, wie zum Beispiel: Dein Freund schenkt dir zum Geburtstag einen Fallschirmsprung, wie wahrscheinlich, du nimmst diesen natürlich an, und dann kommt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du mit dieser Antwort reagierst. So, und dann musstest du mehrere Fragen sozusagen in so solche Kategorie einordnen, ob das jetzt nun sehr wahrscheinlich ist, ob du den natürlich nicht annimmst, weil du nicht so risikofreudig bist und so weiter und so fort. All das sind so Fragen, die sehr, sehr schwierig sind für einen selbst zu beleuchten. Denn sind wir mal ehrlich, jeder Mensch, der zu einem Bewerbungstraining oder zu einer Bewerbung, zu einem Gespräch, zu einem Test oder sonst irgendwas geht, überlegt sich, bevor er mit einer Frage antwortet, was will der Gegenüber von mir hören. Und bei solchen Fragen konnte ich das ehrlich gesagt nicht, denn die Frage ist, wollen Sie sehen, dass ich offen für Neues bin und ein bisschen risikoreich, ob ich solche Sachen mache, ob ich sportlich aktiv bin? Dann würde ich natürlich mit Ja antworten. Oder wollen Sie einfach nur sehen, dass ich keine große Hürde bin, nicht unbedingt eventuell zu einem Krankheitsfall werde oder sonst irgendwas, sodass ich nicht mehr arbeiten kann und Pension beziehen muss? Das sind alles so Fragen, die ziemlich kompliziert für mich waren zu dieser Zeit und auch absolut nicht einfach zu definieren. Aber jetzt geht es mit dem Wissenstest los. Wie gesagt, ich habe da nicht reingeschaut. Das sind wahrscheinlich so 11 Fragen. Ja, schauen wir einfach mal durch. Wie viele Meter musst du in 12 Minuten zurücklegen, um beim Feuerwehrsporttest zu bestehen? Oh, das sind natürlich krasse Fragen. Muss ich wirklich sagen. Natürlich bin ich in diesem Kompetenzbereich absolut gar nicht drin. Aber ich würde mal sagen, in 12 Minuten kann man schon 2400 Kilometer rennen, würde ich Meter rennen. Es war so richtig, oha, krank. Beim Cooper-Test, den kenne ich tatsächlich sogar, glaube ich zumindest, sollte ich das jetzt nicht verwechseln, sonst wäre das ziemlich peinlich gerade, muss eine Strecke von 500 Meter zurückgelegt werden, würden mindestens 1800 oder 1 Meter zurückgelegt werden. Handelt es sich um einen Schnelltest über eine gewisse Strecke, handelt es sich um einen Lauf mit der Dauer von 12 Minuten. Oha. Ich würde mal sagen, dass der Cooper-Test, oh je, ich habe das tatsächlich gerade verwechselt, Leute. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe an den anderen Test gedacht. Nicht unbedingt ums Laufen, aber ich glaube, es ging entweder um die 12 Minuten oder es ging um die 5000 Meter. Aber ich glaube nicht, dass ich damals nicht trainiert hätte, wenn ich 5000 Kilometer hätte laufen müssen. Also glaube ich, dass es der Lauf um 12 Minuten war. Okay, perfekt. Ich habe nämlich tatsächlich damals nicht trainiert gehabt, außer für einen gewissen Test, aber da, ich glaube, Boomerang, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall
War das der einzige Test, den ich wirklich trainiert habe, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich 12 Minuten durchlaufen kann. Und ja, gut, sehr, sehr schön. Der Bock mit Sprungbrett beim Sporttest Polizei ist mindestens 70 cm hoch, das wäre ziemlich flach. Ich würde mal sagen, 1,60 wäre auch ziemlich hoch, gehen wir mal auf 1,20. Nichtsdestotrotz, also ziemlich logische Fragen auf jeden Fall. Ich klicke jetzt einfach mal durch, damit wir zum Ende kommen. Ihr seht dann natürlich wieder den Durchschnitt und das Testergebnis. Ihr seid mit 36% raus, 55% ist das durchschnittliche Ergebnis. In der Vergleichsgruppe. Natürlich sehr, sehr spannend. Sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und sich da definitiv sehr stark belesen, denn es wäre das Peinlichste, was es gibt, wenn eine Frage kommt zu einem Test, den man machen muss und man nicht die eigentliche Aufgabe des Tests weiß. Ich empfehle euch wirklich, diesen Test mal zu machen. Auf sporttest.plakos.de findet ihr diesen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne vorbeigucken. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, belest euch da, sehr, sehr wichtig. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, eine konstruktive Kritik und ein kostenloses Abo, wenn euch solche Sachen interessieren. Wir hören uns beim nächsten Video wieder. Schaut bei plakos.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.